Wir schauen uns in diesem Video ein Beispiel an zum Thema stetige Nash-Gleichgewichte. Und das Beispiel lautet wie folgt: Pickeli und Frederik sind die einzigen beiden Teilhaber der blöde Frage GmbH. Der Gesamterlös der GmbH ist Pi ist gleich 4 mal x plus y plus cxy, wobei x die Anstrengung von Frederik, y die Anstrengung von Pickeli und c eine positive Konstante zwischen 0 und 1 Viertel ist. Frederik verursacht Anstrengung Gesamtkosten von x², Pickeli verursacht Anstrengung Gesamtkosten von y². Nehmen Sie an, x und y sind stetig und müssen zwischen 0 und 4 liegen. Die beiden Partner können keine durchsetzbaren Verträge schreiben, weil sie nicht schreiben können, und sie teilen sich den Gesamterlös hälftig. Handelt es sich bei diesem Partnerschaftsspiel um eine strategische Situation, die am besten durch nicht-kooperative oder kooperative Spieltheorie beschrieben wird, lautet die Frage in der A. Sie ändern sich, kooperative Spieltheorie ist so definiert, dass Spieler in der Lage sind, sich an gemeinsame Absprachen zu halten. Bei der kooperativen Spieltheorie geht es also mehr um das Gruppeninteresse und den insgesamt verteilbaren Kuchen als das Einzelinteresse. So können in einem kooperativen Setup zum Beispiel Ergebnisse entstehen, bei denen zwar ein Spieler individuell benachteiligt wird, aber der Gesamtgewinn groß genug ist, um ihn entsprechend zu kompensieren. Bei der nicht-kooperativen Spieltheorie nehmen wir an, dass verbindliche Absprachen nicht möglich sind. Daraus folgt dann, dass in einem nicht-kooperativen Setup Kooperation zwischen Individuen nur dann stattfinden wird, wenn beide Spieler dadurch individuell besser gestellt werden. Und in dieser Aufgabe steht, dass die beiden Schweine keine durchsetzbaren Verträge schreiben können. Das heißt, Pickeli und Frederik können keine verbindlichen Absprachen treffen. Damit ist es hier also angemessen, mit nicht-kooperativer Spieltheorie in die Analyse dranzugehen. Das war die A. In der B ist gefragt, wie die Menge der möglichen Strategien für Frederik lautet. Erstmal wichtig festzuhalten, weil die Aufgabe ist, jetzt geht es um Frederik. Frederik hat genau eine Entscheidungsvariable, nämlich x. Das ist eine Anstrengung. Und weiter unten steht außerdem, dass x und y stetig sind und x und y müssen jeweils zwischen 0 und 4 liegen. Damit haben wir schon alles, was wir für die Antwort brauchen. Die Anstrengung des Frederik hat unendlich viele Ausprägungen zwischen 0 und 4. Ganz kurz ausgedrückt könnte man sagen, x muss sein Element 0 und 4. Und wichtig ist halt, dass es unendlich viele Möglichkeiten gibt. Das würde ich natürlich auch einfach ausschreiben können. Muss man nicht unbedingt hier als Menge formulieren. In der Aufgabe C ist dann gefragt, wie die Gewinnfunktion des Pickeli lautet. Allgemein definieren wir ja Gewinn als Erlös minus Kosten. Schreiben wir mal kurz auf. Gewinn ist gleich Erlös minus Kosten. Und in dieser Aufgabe haben wir Angaben sowohl zu den Erlösen als auch zu den Kosten. Wir müssen das also nur noch richtig zusammenfügen. Erstmal Notation. Es geht hier um Pickeli. Also lautet die Gewinnfunktion, nach der wir suchen, g von y. Schon mal ganz wichtig. Okay. In der Aufgabe stehen dann zwei Angaben, was die Erlöse angeht. Einmal der Gesamterlös der beiden ist 4 mal x plus y plus cxy. Und die zweite Angabe ist, dass die beiden sich den Gesamterlös heftig teilen, auch wenn sie nicht kooperativ spielen können. Können Sie sich zum Beispiel so vorstellen, dass die beiden potenziell kämpfen würden über die Verteilung der Erlöse, aber sie sind auch einigermaßen gleich stark und es läuft darauf hinaus, dass sie beide sich die Hälfte erkämpfen können. So, Pickeli hat also Erlöse, die die Hälfte von Pi sind, schreibe ich nochmal explizit auf, und Pickeli hat auch Kosten. Die Kosten von Pickeli sind auch angegeben. Nämlich hier, Pickeli verursacht Anstrengung Gesamtkosten von y². Das heißt, seine Kosten sind dann y². Das Ganze können wir jetzt ausformulieren, indem wir für 1/2 Pi einsetzen. Pi ist 4 mal die Klammer, das heißt 1/2 Pi ist 2 mal die Klammer. Also schreiben wir hin 2 mal x plus y plus cxy.
minus y² die Kosten. Das ist die Gewinnfunktion des Piggledy. Und viel mehr gibt es hier nicht zu schreiben. In der Aufgabe D ist nach der Reaktionsfunktion des Frederick gefragt. Sie ändern sich die Reaktionsfunktion, ist die funktionale Darstellung der besten Antworten. Und deswegen können wir die Reaktionsfunktion auch die beste Antwortfunktion nennen. Eine beste Antwort des Frederick beinhaltet auch, dass Frederick sich optimal verhält. Optimales Verhalten heißt, dass Frederick seinen Gewinn maximiert. So, in der Teilaufgabe vorher, in der C, hatten wir die Gewinnfunktion des Piggledy aufgestellt. Damit wir Frederiks Gewinn maximieren können, müssen wir mal Frederiks Gewinnfunktion aufstellen. Die lautet ganz analog g von x ist gleich 2 mal x plus y plus cxy minus x². Ne? Seine Kosten sind ja x². Und Gewinnmaximierung bedeutet, wir bilden die erste Ableitung nach der Entscheidungsvariable und setzen gleich 0, denn im Maximum der Gewinnfunktion muss die Gewinnfunktion ja die Steigung 0 haben. Das heißt, wir bilden hier die Ableitung, ich schreibe es mal ganz kurz als g-x, abgeleitet nach x ist dann 2 plus 2cy minus 2x. Das muss gleich sein 0, damit ein Maximum vorliegt. Wenn wir das nach x umstellen, erhalten wir x ist gleich 1 plus cy. Und dieses x nennen wir mal x Stern, weil es eben die besten Antworten des Frederick darstellt. Und was steht jetzt hier? X ist 1 plus cy, das ist quasi die formale Lösung. X Stern ist 1 plus cy. Hier steht das optimale x von Frederick, also die optimale Anstrengung von Frederick, in Abhängigkeit davon, wie sehr sich Piggledy anstrengt. Denn Sie sehen, in dem optimalen x Stern steht auch das y drin. Das ist also immer eine Abhängigkeit, das ist immer eine konditionale Lösung. Und spätestens jetzt sollten Sie auch verstehen, warum wir das Ganze Reaktionsfunktion nennen, denn wir können das auch so lesen, dass das x-Stern jeweils die beste Antwort des Frederiks ist, wenn er ein bestimmtes Niveau y beobachtet. Das ist die beste Antwort des Frederik. Gehen wir über zur nächsten Teilaufgabe. Ups, sorry. In der E ist nach dem Anstrengungsniveau des Piggledy gefragt, und zwar im Nash-Gleichgewicht. Sie erinnern sich, ein Nash-Gleichgewicht ist definiert als eine Strategienkombination, bei der alle Spieler eine beste Antwort spielen. In der letzten Teilaufgabe haben wir ja schon die beste Antwortfunktion von Frederick aufgestellt. Zur Erinnerung, das war x Stern ist gleich 1 plus cy. Zur Lösung dieser Aufgabe bräuchten wir jetzt auch noch die beste Antwortfunktion des Piggledy. Wir könnten das Ganze jetzt per Hand ausrechnen. Wir könnten aber auch erkennen, dass hier in der Aufgabenstellung alles zwischen Piggledy und Frederick symmetrisch abläuft und damit muss rauskommen, dass y Stern gleich 1 plus cx ist. Wir haben jetzt zwei Funktionen. X Stern, das sind die besten Antworten des Frederick. Y Stern, das sind die besten Antworten des Piggledy. Das sind nur jeweils die besten Antworten. Wir wollen aber wissen, an welchem Punkt beide gleichzeitig ihre besten Antworten spielen, denn das ist ja definiert als das Nash-Gleichgewicht. Und grafisch gesehen suchen wir also den Schnittpunkt zwischen den beiden Funktionen. Rechnerisch gesehen können wir einfach eine der beiden Funktionen in die andere einsetzen und dann auflösen. Wenn wir also zum Beispiel das x in die y-Sternzeile einsetzen, erhalten wir y ist gleich 1 plus c mal 1 plus c y. Das ist nichts anderes als 1 plus c plus c Quadrat y. Können y auf der einen Seite isolieren, haben dann also 1 minus c Quadrat y ist gleich 1 plus c. Machen dann mal hier oben weiter und y ist dann eben 1 plus c durch 1 minus c Quadrat. Und das können wir noch mit binomischen Formeln vereinfachen, ist nichts anderes als
1 durch 1 minus c. Und wie Sie sehen, ist jetzt das y nicht mehr abhängig von x, da steht nur noch das c drin. Denn wir haben ja jetzt gerade genau den Punkt ausgerechnet, an dem beide Reaktionsfunktionen gleichzeitig erfüllt sind. Und natürlich wegen der Symmetrie muss auch rauskommen, dass das x im Nash-Gleichgewicht ist. In der Aufgabe f ist jetzt nach dem Gewinn von Frederick im Nash-Gleichgewicht gefragt. In der letzten Aufgabe hatten wir das optimale y von Pegel D bestimmt im Nash-Gleichgewicht. Das war y ist gleich 1 durch 1 minus c. Und wie schon gesagt, wegen der Symmetrie muss das auch für x gelten. Die Gewinnfunktion hatten wir vorher definiert als Erlöse minus Kosten. Und das war in diesem Fall das hier, 2 mal x plus y plus cx. Y minus x Quadrat für den Frederik. Setzen jetzt einfach ein für x und y mit diesem Wert. Also x und y können wir beides jeweils mit 1 durch 1 minus c ersetzen und erhalten dann einen relativ großen Ausdruck. 2, machen wir jetzt eckige Klammern, 2 mal 1 minus c plus so, und dann minus x Quadrat ist sowas. Viel weiter können wir das nicht vereinfachen, ist ein hässlicher Ausdruck, aber das ist der Gewinn des Frederik im Nash-Gleichgewicht. Wichtig für, dafür, dass es hier korrekt dargestellt ist, formal, hier steht nur noch c drin. Ne? Das ist also im Endeffekt eine Zahl, die rauskommt. Es ist nicht mehr eine Variable, die abhängig ist von y. Und in der letzten Teilaufgabe ist gefragt, ob der gemeinsame Gewinn im Nash-Gleichgewicht maximal ist. Hier gibt es viele Wege nach Rom. Ich stelle Ihnen den Weg vor, den ich am schnellsten finde. Die Anstrengungsniveaus im Nash-Gleichgewicht waren ja y ist gleich x ist gleich 1 durch 1 minus c. Um jetzt herauszufinden, ob der gemeinsame Gewinn in diesem Nash-Gleichgewicht maximal ist, können wir einfach schauen, ob die Steigung der gemeinsamen Gewinnfunktion 0 oder größer 0 ist. Wenn sie größer 0 ist, dann ist der Gewinn noch vergrößerbar. Denn wenn die Steigung im Nash-Gleichgewicht positiv ist, heißt das, mit mehr Anstrengung könnten wir noch mehr Gewinn rausholen. So, die gemeinsame Gewinnfunktion, schreibe ich mal auf, ist g in Abhängigkeit von x und y. Das ist dann der Gesamterlös. Minus die Kosten von Frederik, minus die Kosten von Piccoli. Das ist der Gesamtgewinn. Im Nash-Gleichgewicht wissen wir, dass x und y gleich sind. Also können wir schreiben, können wir einfach y durch x ersetzen und dann haben wir eben da stehen, cx² minus 2x. Wenn wir davon jetzt die Steigung bestimmen, also ableiten, erhalten wir einen Ausdruck wie folgt. Moment, sorry. 8 plus 8cx minus 4x. So, und von diesem Ausdruck müssen wir jetzt eben bestimmen, ob der größer oder kleiner 0 ist. Und zwar an der Stelle x gleich 1 durch 1 minus c evaluiert. Wenn wir jetzt für das x einsetzen, erhalten wir 8 plus 8 c durch 1 minus c minus 4 mal 1 durch 1 minus c. Da können wir jetzt noch c ausklammern. Ich mache das mal nach rechts, damit ich nach unten noch ein bisschen Platz habe. 8 plus 1 durch 1 minus c mal
8c minus 4. So. Das ist der Ausdruck, an dem wir jetzt das evaluieren wollen, ob die Steigerung größer oder kleiner 0 ist. In der Aufgabenstellung steht irgendwo hier, dass diese positive Konstante zwischen 0 und 1 Viertel liegen muss. Dieser Ausdruck hier in der Klammer ist also ist negativ, auf jeden Fall, denn wenn für c 0 ist, gilt, dann haben wir minus 4 und wenn c 1 Viertel ist, dann haben wir eben minus 2. Der größte negative Wert, der hier rauskommen kann, ist also minus 4. Das ist der Fall bei c gleich 0. So, bei c gleich 0 gilt außerdem hier für diesen Ausdruck 1. Wir haben also zusammengenommen minus 4. Und hier vorne steht aber ein positiver Ausdruck, plus 8. Das heißt, insgesamt ist diese Steigung hier größer 0. Und das gilt eben auch für größere Werte von c. Das ist der stärkste negative Wert, der hier rauskommen kann. Deswegen habe ich das als Grenzfall betrachtet. Wichtig ist, dieser Ausdruck kann nicht negativ werden in den Grenzen, die für c vorgegeben sind. Das heißt, die Steigung der Gewinnfunktion ist an der Stelle x gleich 1 durch 1 minus c, also dem Nash-Gleichgewicht. Die Steigung der gemeinsamen Gewinnfunktion ist positiv. Das heißt, der Gewinn ließe sich insgesamt noch steigern, wenn einer der beiden oder beide noch mehr Anstrengung reinstecken würde. Und das ist eben ein ganz klassisches Ergebnis für solche Aufgaben, denn hier haben wir eine sogenannte Externalität drinstecken. Die Anstrengung des einen beeinflusst auch, was der andere an Erlösen oder Gewinn machen kann. Und wenn eben die beiden nur für sich jeder maximieren, so wie wir es ja im Nash-Gleichgewicht annehmen, dann berücksichtigen beide das nicht angemessen genug und stecken nicht genug Anstrengung rein, sodass das Ergebnis, das dann rauskommt, insgesamt nicht sozial optimal ist. Und das ist im Endeffekt ein ähnliches Resultat wie beim diskreten Nash-Gleichgewicht. Zum Beispiel, wenn wir uns das Gefangenendilemma anschauen, da kommt ja auch raus, dass individuelles Optimieren nicht sozial optimal sein muss. Die Antwort insgesamt lautet also nein. Im Nash-Gleichgewicht ist der gemeinsame Gewinn hier nicht maximal.